Manchmal müsste es einfach Pancakes sein und früher dachte ich immer, sie sind uraufwendig herzustellen. Dabei stimmt das gar nicht, deswegen möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell in weniger als 15 Minuten tolle Pancakes zubereiten könnt. Als erstes beginnen wir mit den trockenen Zutaten. Ihr braucht eine Schüssel, diese muss gar nicht ganz so groß sein und gebt 100 Gramm Mehl hinein. Außerdem kommt ein Teelöffel Backpulver hinzu, zwei Teelöffel Speisestärke, und eine kleine Prise Salz. Verrührt einmal ganz kurz die trockenen Zutaten miteinander und dann könnt ihr auch schon die flüssigen Zutaten hinzugeben. Zum Süßen verwende ich Reissirup, ihr könnt aber auch Agavendicksaft verwenden oder Ahornsirup, ungefähr 2-4 Esslöffel, je nachdem wie süß ihr später die Pancakes haben möchtet. Beim Pflanzendrink könnt ihr natürlich aussuchen, welchen ihr nehmen möchtet. Ich verwende heute einen Haferdrink, ungesüßt und davon 120 Gramm. Damit die Pancakes später gut aufgehen und schön fluffig werden, brauchen wir noch etwas Apfelessig, einen Teelöffel davon. Und dann wird wieder alles verrührt miteinander. Euer Pancake-Teig sollte fest sein, aber nicht zu fest und nicht zu flüssig, damit er später schön die Form behält in der Pfanne und uns nicht wegfließt. Habt ihr alles gut miteinander verrührt, stellt ihr den Teig noch für 10 Minuten an die Seite und lasst ihn etwas ruhen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was wollt ihr als Dekoration haben, und ihr könnt schon mal die Pfanne hinstellen und vielleicht einen Teller. Schaltet den Herd an und gebt je nach Pfannenart etwas Öl in die Pfanne. Einfach nur, damit die Pancakes nicht ankleben, aber wenn ihr eine anti-haftbeschichtete Pfanne habt, geht das natürlich auch ohne. Ist eure Pfanne warm genug, könnt ihr mit einer Schöpfkelle schon mal etwas Teig hineingeben. Ihr entscheidet jetzt, wie groß eure Pancakes werden, ob eher größer oder kleiner. Einfach immer mit langsamen Bewegungen den Teig ein bisschen weiter ausbreiten in der Pfanne. Auch solltet ihr euch schon mal irgendwas zum Wenden bereitlegen, einfach so einen Pfannenwender. Sobald oben euer Teig nicht mehr glänzt, könnt ihr den Pancake wenden, aber das dauert immer kurz, es steigen erst Bläschen auf und dann fängt das oben an matt zu werden. Ihr seht schon, es wird jetzt matter, dann könnt ihr schon mal vorsichtig mit dem Pfannenwender drunter gehen und wenden. Später könnt ihr auch die Pfanne etwas niedriger einstellen, also sie muss nicht die ganze Zeit komplett heiß sein, aber beim ersten, damit ihr den ersten schön durchbekommt. Gefällt euch der Bräunungsgrad von beiden Seiten, holt ihr ihn aus der Pfanne und macht so mit dem restlichen Teig weiter. Ist der ganze Teig ausgebacken, solltet ihr ungefähr 7 kleinere Pancakes oder 4 größere rausbekommen. Und ihr könnt sie natürlich jetzt vor dem Servieren auch noch ein bisschen dekorieren. Bei mir müssen die Pancakes mit Schokosauce, Bananen und Haselnüssen serviert werden. Aber das könnt ihr natürlich selbst entscheiden. Jetzt wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Freude beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!